Der Champion, der neue Champion im erstmals vergebenen Titel im Bantamgewicht bei We Love MMA, der heißt Islam Dabrailov. Islam, der Gürtel, jetzt gehört er dir, jetzt berührst du ihn auch. Was hast du vor dem Kampf nicht gewollt, weil du Angst hattest, das bringt dir vielleicht ein bisschen Unglück. Wie fühlt es sich jetzt an? Als erstes will ich Alhamdulillah sagen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Leider konnte ich nicht die Leistung erbringen, die von mir mein Trainer erwartet haben, aber Sieg ist Sieg. Also man könnte besser kämpfen, aber leider vor zwei Wochen kurzfristig eingesprungen und das ist für mich sehr, sehr gute Leistung sozusagen. Ich hoffe, die Trainer sind auch zufrieden, aber man hat gesehen, ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht, aber weißt. Da ist deine Kritik vielleicht härter als die von allen anderen, denn du hast gewonnen. Du hast den Titel geholt, von daher kannst du nicht so viel falsch gemacht haben. Du hast gekämpft gegen einen Mann, der wesentlich erfahrener ist. Frederico Gutzwiller, genannt Mosquito, war ja der unbequeme Gegner. Er ist bekannt dafür, dass er viele kleine Kniffe kennt, so im Cage. Ich wollte seit zwei Jahren mit dem kämpfen, muss ehrlich sein. Der ist sehr, sehr guter Grappler, ich wusste es. Ich habe mich darauf immer vorbereitet. Ich sollte mit ihm schon vor ein Jahr kämpfen. Einmal habe ich gegen den verloren, heute habe ich den Rematch gewonnen. War das eine Zusatzmotivation, dass du ja einmal eine Niederlage gegen Frederico hinnehmen musstest? Seitdem deine Entwicklung ist phänomenal. Ich wollte, wie gesagt, seit zwei Jahren mit ihm kämpfen, aber irgendwie wollte er mit mir nicht kämpfen. Aber Ashab hat sich verletzt und er musste den Kampf leider annehmen. Er wollte es, weiß nicht, ob er es wollte oder nicht, aber gibt es jetzt eine längere Pause, ein bisschen Erholungszeit für dich? Oder steht schon fest, wann es weitergeht und vor allen Dingen wann die Titelverteidigung ist? Hast du da schon eigene Pläne? Habt ihr schon Pläne mit deinem Trainer, mit deinem Manager? Erstmal hole ich mir den zweiten Titel, den 66 Gewichtsklasse. Dann können wir weiterreden. Okay, also ein Doppelchampion kündigt sich vielleicht an bei We Love MMA. Jetzt ist erstmal Pause. Genieß den Erfolg, genieß den Titel, du hast ihn dir verdient. Vielen Dank und war ein toller Kampf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah alayhi wa sallam ya al-gahtinchan. Barakallahu fikum. Всем, кто волновался за меня. Alhamdulillah, сегодня получилось так, что я выиграл свой бой, пояс, реванш и все. Иншаллах, это только начало. Пристегнитесь, мы взлетаем.